Zuerst einmal herzlich willkommen und vielen Dank für das Interesse und für die Unterstützung bei unserer Srebrenica Gedenkwoche. Heute haben wir hier zu Gast unsere Expertinnen-Interview, die Frau Melina Borczak, die sich gleich in Kürze selbst vorstellen wird. Und wir werden uns heute mit dem Thema Srebrenica und der Aktualität des eigentlichen Themas beschäftigen. Und da werden wir verschiedenste Fragen uns anschauen, wieso das überhaupt aktuell ist, was sind aktuelle Ereignisse rund um dieses Thema und ganz aktuell aber auch, wie können wir selber damit umgehen und wie können wir selber es schaffen, in diesem nicht so einfachen Themenkomplex uns gut zu verhalten, gut durch diese ganzen schwierigen Themen durchzumanövrieren. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute so eine ausgewiesene Expertin zu diesem Thema hier einladen dürfen. Und darf ich dich dann gleich bitten, dass du dich vorstellst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Melina Borczak, Journalistin und Filmemacherin, unter anderem bei CNN, Deutsche Welle, verschiedene ARD-Sender. Das sind diese öffentlich-rechtlichen in Deutschland. Und ich berichte seit über 10 Jahren über den Genozid an Bosniaken. Ich sage immer über den letzten Genozid an Bosniaken, denn es war ja leider nicht der einzige. Und ja, ich hoffe, dass wir noch mehr Menschen damit erreichen und sensibilisieren für das Thema. Dankeschön. Danke vielmals für deine Vorstellung. Zu Srebrenica selbst gibt es eigentlich sehr, sehr viel zu sagen. Man hört dann immer wieder ganz kurze, so Hard Facts mit dieser ganz bekannten 8372 Zahl und dann hört man UN-Schutzzone und dann hört man dies und jenes. Im Grunde muss man einfach wissen, glaube ich, dass es dort eines der größten Verbrechen gegen die Menschheit gegeben hat und eines der bestdokumentierten leider sozusagen in Europa. Und das, was wir uns heute anschauen wollen, ist jetzt nicht ganz detailliert, wie es dazu kam, also wie die Entstehung dieses Genozids gewesen ist und den Krieg in Bosnien davor und danach. Sondern wie gesagt, wir wollen ein bisschen den Fokus legen auf die Aktualität und wie heute damit umgegangen wird oder welche guten Ansätze wir in der Welt vielleicht sehen und welche schlechten wir leider immer noch sehen. Und da würde ich vielleicht einmal mit der Einführungsfrage an dich gleich starten, wenn du erlaubst. Und zwar mit einer ganz persönlichen. Was bedeutet Srebrenica für dich? Srebrenica ist für mich, so wie für die meisten Bosniaken, ein Symbol vom sozusagen Tiefpunkt des Genozides geworden. Es ist so viel Leid, es ist die Tatsache, dass mitten im Sommer, wenn alle um uns herum Spaß haben, wir den größten Trauertag unserer Gemeinschaft haben. Und dass der Juli, dass die Mitte des Sommers einfach uns irgendwie weggenommen wird durch diese Prozesse, die dann, wenn man in Bosnien lebt, noch länger dauern. Weil es fängt ja schon an mit, okay, jetzt werden die Opfer identifiziert in Visoko. Dann werden sie von Visoko mit LKWs nach Sarajevo gefahren. Dann über Sarajevo weiter nach Srebrenica. In Sarajevo geht man dann dahin und macht Blumen auf die LKWs mit den Überresten und so weiter, weil ja immer noch zusätzliche Menschen identifiziert werden. Also vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, im Rahmen der Vertuschung des Genozids wurden die Opfer aus den Massengräbern mit Bulldozern ausgegraben, dann in sekundäre Massengräber, dann in tertiäre und so weiter getragen, so sehr, dass im Durchschnitt für ein Opfer, einen Mensch aus Srebrenica, der DNA-Identifikationsprozess 7-mal gemacht werden muss, weil die Körperteile kilometerweise weit weg verstreut sind von einer Person. Und deshalb werden noch immer Überreste gefunden und die werden dann durch von Visoko über Sarajevo nach Srebrenica gefahren. Und es ist halt der ganze Anfang des Julis, die ganze Hälfte des Julis steht in Bosnien im Zeichen von Srebrenica. Und auch das Musik verboten ist an dem Tag und Spaß haben quasi ist verboten, aber man hat es ja sowieso nicht. Sondern die Cafés sind menschenleer, auch im Fernsehen wird die Massenbeerdigung übertragen und so weiter. Also es ist ein ganz besonderer Tag, einfach auch im Alltag für uns, an dem wir über den ganzen Schmerz reflektieren.
Du hast schon sehr, sehr viele entscheidende und wichtige Sachen angesprochen. Vor allem der Umgang und diese Umverteilung der Opfer ist ja eines der schlagendsten Argumente dafür, wie strukturiert dieses ganze Vorhaben dort durchgeführt wurde und dafür, dass es tatsächlich ein Genozid gewesen ist. Und die Frage, warum ich das so hervorhebe und sage, dass es tatsächlich ein Genozid gewesen ist, führt schon ein bisschen ein in den nächsten Teil. Und zwar, es wird nicht überall gleich über die Geschichte Srebrenicas und die Geschichte Bosnien im Allgemeinen, aber auch speziell über die Geschichte Srebrenicas gesprochen. Du hast da sehr, sehr viel recherchiert, hast sehr, sehr viel geschrieben und gedreht und gemacht dazu. Magst du uns einen Überblick geben über die letzten Jahrzehnte von Narrativen rund um Srebrenica? Was ist da passiert? Ja, also es wird vielleicht jetzt ein bisschen makaber klingen, aber die Narrative, obwohl es noch immer viel Leugnung gibt, da können wir eigentlich glücklich sein im Vergleich zu anderen Genoziden, dass dieser Genozid so schnell, relativ schnell anerkannt wurde. Bei Kambodscha hat es 40 Jahre gedauert. Der Genozid an Roma und Sinti ist noch immer nicht gerichtlich anerkannt. Und zwar ist er explizit gerichtlich nicht anerkannt. Also ein Gericht hat gesagt, das war kein Genozid. Und so weiter und so fort. Also die meisten Genozide in der Geschichte der Menschheit haben nicht diesen Status, den dieser Genozid hat. Also können wir da eigentlich ein bisschen optimistisch sein und uns fragen, wo können wir aufbauen, wo können wir das nutzen, um noch weiter aufzuklären und noch weiter zu kämpfen für Gerechtigkeit. Aber das war halt natürlich, obwohl es relativ schnell ging, war es ein langer Prozess und ein harter Prozess. Also wir hatten die erste Phase direkt nach dem Genozid, wo die Kriegsverbrecher, die Völkermörder noch immer frei rumliefen und sogar Machtpositionen hatten. Dann hat der damalige UN-Repräsentant, der hohe Repräsentant in Bosnien, verboten, dass Kriegsverbrecher oder Menschen, die dafür angeklagt sind, politische Ämter haben. Und dann kam der Zeitpunkt, wo die sich alle versteckt haben in ihren Holes, in ihren Löchern und wurden dann ganz lange gesucht. Vor allem Karadzic und Mladic wurden wirklich jahrelang gesucht, obwohl eigentlich alle wussten, dass sie in Serbien sind und Serbien sie nicht rausrücken wollte. Und dann kamen die Gerichte, die Gerichtsprozesse. Und es war zu dem Zeitpunkt, als Karadzic und Mladic Prozess anfing, es war schon glasklar, dass das Genozid ist. Es gab schon andere Urteile, die den Genozid bestätigt haben. Und es war glasklar, dass die zwei natürlich bestraft werden, dass sie zur Verantwortung gezogen werden und so weiter. Trotzdem war es wichtig, dass das dann passiert ist, dass sie beide zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Und das war so die Phase der, ich sag mal, Informationen-Zusammenstellung. Und der Feststellung von Sachen, die eigentlich kaum zu leugnen sind. Aber das Problem ist, dass sie doch noch geleugnet werden. Und da werde ich dann wieder negativ und pessimistisch, denn einmal hat mir jemand bei Twitter geschrieben, ja, ist doch okay, die Wahrheit ist auf unserer Seite. Und das stimmt, die Wahrheit und die Fakten ist auf unserer Seite. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sind nicht auf der Seite der Wahrheit und der Fakten. Also der Genozid an Bosniaken, der letzte Genozid an Bosniaken, ist wirklich von Genozidexperten weltweit fast schon Konsens. Also er hat eine so große Zustimmung wie kaum ein anderer Genozid. Er ist anerkannt von sehr vielen Parlamenten weltweit, inklusive der gesamten EU. EU hat auch den 11. Juli zum offiziellen Trauertag erklärt. Er ist mit Millionen, wirklich ohne übertreiben, sondern wirklich Millionen Seiten von Beweisen, Zeugenaussagen, Gerichtsdokumenten, historischen Dokumenten und so weiter dokumentiert. Und er ist mit dem größten forensischen DNA-Identifikationsprojekt der Weltgeschichte belegt. Also eigentlich gibt es da nichts daran zu rütteln. Aber dann kommen Leute und rütteln trotzdem dran. Mit irgendwelchen Lügen, mit Verschwörungstheorien, mit dies, das. Und es ist eigentlich
gar nicht das Problem, diese Leugner zu widerlegen, weil die sind schon zigfach widerlegt. Das Problem ist jetzt, sie aus dem Mainstream rauszuekeln, weil Leugnung wird es immer geben. Sogar beim Holocaust, der über 80 Jahre her ist, der auch sehr gut dokumentiert ist und dessen Leugnung zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich auch in Österreich so ist, strafbar ist. Ja, also sogar dort gibt es Leute, die das leugnen, die auch ins Gefängnis gehen, weil sie das so sehr leugnen möchten. Also Leugnung wird es immer geben. Das Ding ist nur, dass wir die an den Rand der Gesellschaft drängen müssen und dass es klar sein muss, Leute, die den Genozid leugnen oder auch verharmlosen oder Fakten da umdrehen, sind nicht willkommen im Rest der Gesellschaft, sind nicht willkommen als Professoren, als Politiker, als Journalisten, als Menschen in irgendwelchen Machtpositionen und sind auch nicht willkommen im Freundeskreis. Also es muss gesellschaftlich geächtet werden. Und ja, es gibt bei der Leugnung gab es so mehrere Phasen. Das hat einer der Karadzic-Brüder mal sehr gut erklärt. Die Karadzic-Brüder sind alle cool. Also weiß ich jetzt nicht mehr, ob es Hamza oder Harun war. Es war auf jeden Fall nicht Hikmet. Er hat einen Text darüber geschrieben, über die vier Phasen der Genozidleugnung des letzten Genozids an Bosniaken. Und da ist ganz klar dargestellt, dass die erste Phase war so die klassische Leugnung. Also das Ausgraben der Leichen, die ganzen Sachen, die direkt in dieser heißen Phase gemacht wurden und auch dann diese klassische Leugnung von wegen, nein, es ist nicht passiert oder es ist passiert, aber es war halb so schlimm und so weiter. Die zweite Phase war Lokalisierung. Also dass der gesamte Genozid in Bosniaken, in ganz Bosnien, lokalisiert und somit reduziert wurde auf Srebrenica. Und das ist etwas, wo sich Herr Karadzic fragt, warum hat das so viel, so sehr Fuß gefasst? Ich glaube, das ist ein Unverständnis von Genozid, weil Genozid wird von Genozidexperten als solcher anerkannt. Das sind Menschen, das sind Wissenschaftler. Genozidforschung ist eine Wissenschaft. Und die gucken sich genau an, welche Kriterien ein Verbrechen erfüllen muss, um Genozid zu sein, und stellen dann fest, ob es das ist oder nicht. Und da gibt es, wie gesagt, einen großen Konsens, dass alles, was in Bosnien passiert ist, auch Prijedor, auch Visegrad, auch Foča und so weiter, Genozid ist. In den Gerichten, sogar in Gerichten, wir haben Gerichtsurteile für Prijedor, für Foča, für Doboj, für Kotor Varoš, dass dort Genozid passiert ist. Von deutschen Gerichten, von US-Gerichten. Von einem US-Gericht haben wir den Beleg, dass die Massenvergewaltigungen genozidal waren. Also überall in Bosnien, wo die passiert sind. Und so weiter und so fort. Nur halt von diesem ICTY, vom UNO-Tribunal, da gab es auch den Anklagepunkt zum Genozid in Prijedor, wo Milošević vor seinem Tod schuldig gesprochen wurde. Und dann ist er halt gestorben. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er da verurteilt worden wäre. Und so weiter und so fort. Und das Ding ist, viele Menschen verstehen nicht, nur dadurch, dass der ICTY die anderen Punkte nicht als Genozid beweisen konnte, dann denken sie, okay, jetzt war das kein Genozid. Aber das ist sehr fatal, denn wie gesagt, die meisten Genozide, inklusive der Nazi-Genozid an Sinti und Roma, wurden nie gerichtlich anerkannt, weil das so unfassbar schwierig ist, das zu beweisen. Weil bei Gerichten muss man wirklich, vor allem beim ICTY, muss wirklich schriftlich schwarz auf weiß belegt werden, wir haben die Intention, diese Menschengruppe auszurotten. Und bei Srebrenica zum Beispiel wurde das gar nicht durch Morde gemacht, sondern in der Direktive 7 von Karadzic stand, wir müssen eine Situation erschaffen, die das Überleben in Srebrenica unmöglich macht. Und das ist fast schon Copy-Paste aus der UN-Genozidkonvention. Da steht unter einer der Genozidmethoden, Situationen, Umstände schaffen, die ein Überleben unmöglich machen. Das steht genauso da. Also er hat quasi schon abschreiben müssen aus der UN-Genozidkonvention, damit der ICTY anerkennt, dass das wirklich genozidale Absicht war. Naja, auf jeden Fall lange Geschichte und Gerichte sind da, um die kriminelle Verantwortung festzustellen, um zu sehen, wer kommt hinter Gitter
und nicht da, um zu sehen, war das Genozid oder nicht. Das ist der Job von Genozidexperten. Und die sagen, das war in ganz Bosnien. Also das ist dann die zweite Phase der Genozidleugnung in Bosniaken. Diese Reduzierung auf 5 Tage im Juli 1995 statt 4 Jahre in ganz Bosnien. Und die dritte Phase ist Mainstreaming. Das ist zum Beispiel, das hat angefangen, als Handke den Nobelpreis bekam. Dass es jetzt sagbar ist, dass es nicht mehr gesellschaftlich geächtet wird. Dass wir auch zum Beispiel an der Uni Wien einen Genozidleugner haben als Professor und so weiter und so fort. Das ist die dritte Phase. Und die vierte Phase ist Triumphalismus. Also dass man dann teilweise gar nicht mehr leugnet, was da passiert ist, sondern sagt, ja, das ist passiert. Und das war auch gut so und wir freuen uns darüber. Und ja, das ist etwas, was in der Republika Srpska und in Serbien schon breit Fuß gefasst hat. Ja, also vielen lieben Dank für den wirklich weitgreifenden Diskurs, für diese Darlegung dieser ja, 30 Jahre fast schon Diskurs, Vermengung aus verschiedensten Ecken rund um dieses Thema. Es ist unglaublich, aus wie vielen Teilelementen quasi so ein Narrativ zusammengestellt wird. Und das ist etwas, das, auch wenn man sich irgendwie denkt, ja, wir in Deutschland oder jetzt in Österreich, wo wir beide gerade quasi sitzen, das beeinflusst ja relativ wenig, was hier und dort passiert. Aber de facto ist es eben nicht so, wenn wir wissen, dass viele, zum Beispiel österreichische Parteien, sich immer noch als sehr, sehr enge Verbündete mit führenden nationalistischen Politikern aus Bosnien und Serbien quasi treffen und mit denen beste Beziehungen pflegen. Und natürlich auch zum Beispiel bei solchen Entwicklungen, die zur Anerkennung und dieses Genozids und zur Benennung dessen, was wirklich passiert ist, wenn es darum geht, das hier in einem österreichischen Parlament zu machen, dann gibt es dann einige Parteien, bei denen man weiß, es gibt diese politischen Verbindungen und das wird halt nicht möglich sein mit diesen Parteien. Und genau so was ist nämlich auch passiert. Also in Österreich ist eben so eine Initiative vor kurzem erst gestartet worden, um diesen Genozid quasi kollektiv hier zu verurteilen und dagegen vorzugehen, dass sowas hier legitimiert wird und damit man dem auch den notwendigen Rahmen gibt und die notwendige Anerkennung, die es in den letzten Jahrzehnten leider nicht gegeben hat, so in dieser Art und Weise. Und dann möchte ich gleich dich auch fragen, in Anbetracht dessen, dass du gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Leute und verschiedene Professionen und Institutionen, die da beteiligt sind an der Verurteilung und an der Aufarbeitung. Wir haben Gerichte, wir haben GenozidforscherInnen, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Wie wichtig ist so etwas, was wir gerade in Österreich jetzt gerade ja auf die Initiative von hauptsächlich grünen PolitikerInnen haben, und zwar, dass dieser Genozid im quasi im Schluss seines Parlaments verurteilt wird. Wie wichtig, was für eine Bedeutung haben solche Verurteilungen? Also das hängt von den lokalen Gesetzen in Österreich ab, ob es da Gesetze gibt, die die Leugnung von solchen parlamentarisch abgestimmten Fakten ächten und so weiter. Das wäre natürlich, wenn so ein Gesetz existiert, dann wäre das eine Art und Weise, wie man die Genozidleugnung strafbar machen könnte. Aber falls das nicht existiert, auch dann ist das natürlich ein wichtiges Symbol, ein wichtiges Signal, denn Österreich hat den Genozid schon anerkannt durch die EU. Jedes EU-Land hat den Genozid schon anerkannt. Aber es ist nochmal wichtig, das nochmal explizit zu machen und zu zeigen, wer eben in Österreich dagegen ist. Also, dass die Masken fallen, dass diese Parteien nicht so tun können, als ob sie irgendwie nette Menschenrechtler sind und so weiter. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es sowas auch in Österreich gibt, aber zum Beispiel in Deutschland gibt es ein riesiges Problem mit der Linken. Die Partei Die Linke hat sehr viele Genozidleugner in ihren Reihen. Und wenn es so eine Resolution im Bundestag gäbe, da würden halt die AfD und Die Linke, wahrscheinlich Teile von der AfD und von der Linken, dagegen stimmen. Und das ist halt ein wirklich großer, wichtiger Beitrag dazu, den Menschen zu zeigen, solche Parteien sind unwählbar. Und ja, ich glaube, die meisten Muslime wählen sowieso keine rechten Parteien.
aber es ist trotzdem gut, um das nochmal ins Gespräch zu bringen, um es nochmal in die Gedächtnisse der Menschen zu bringen, um nochmal Menschen, die vielleicht nicht so viel über Srebrenica wissen, zu zeigen, ja okay, es ist keine kontroverse Sache, weil die einzigen Leute, die in Österreich dagegen sind, sind halt diese extremen Rechten. Und dann zeigt das quasi den Menschen schon, was da für Fronten sind. Und es ist so eine Abkürzung zum Wissen zu Srebrenica. Es ist eine Abkürzung der Positionierung. Dann weiß man schon, aha, ich muss jetzt kein Experte sein, aber solange diese Rechten dagegen sind, weiß ich, es ist eigentlich etwas, wo ich dafür bin. Ich finde es eine super Überleitung zu dem, worum es quasi in weiterer Folge geht, weil wir haben, du hast es gesagt, solange bestimmte Leute, in diesem Fall Rechte sozusagen, dafür sind, kann man, glaube ich, irgendwie sehr bald dafür sagen, also okay, wo stehe ich in diesem Zusammenhang, wo stehe ich grundsätzlich bei diesen Positionen, und dann kommt es quasi, fällt es vielleicht dem einen oder dem anderen einfacher, sich hier zu positionieren. Aber die Leugnungen sind ja jetzt etwas, was nicht seit gestern passiert. Das wissen wir, du hast das in deiner Einführung auch schon gesagt. Leugnungen sind immer noch quasi das tägliche Brot von vielen führenden PolitikerInnen in Bosnien auch. Also wirklich hohe Ämter, das wir jetzt quasi nicht jedes einzelne durch erwähnen, aber vom Präsidenten bis hin zum kleinsten Bürgermeister wird das geleugnet. Es wird da manchmal maskiert mit Verbrechen, mit Tragödie, mit dies und das. Aber der wirkliche, auch zum Teil juristisch relevante Begriff Genozid und all die Folgen, die damit einhergehen, werden nicht genannt. Da ist, glaube ich, irgendwo klar, das hast du, finde ich, auch wunderbar schon am Anfang gesagt, also da ist ein politisches Motiv dahinter, weil es eben Konsequenzen daraus gäbe oder zu ziehen gäbe, wenn man das anerkennen würde. Wo es aber ein bisschen schwieriger ist, das nachzuhalten, also nicht, dass man das begrüßt oder gar für gut hält, aber es ist irgendwo nachvollziehbar aus der Position von PolitikerInnen, die eine gewisse Agenda haben. Wo es ein bisschen schwieriger ist nachzuvollziehen, ist vor allem etwas, was wir jetzt in den letzten einem Jahr knapp, also nicht einmal ganz, einem halben Jahr, in der Aufarbeitung und in der Berichterstattung rund um den Krieg in der Ukraine mitbekommen haben, wo wir von zahlreichen Journalistinnen, Politikerinnen zu hören bekommen haben, dass es quasi der erste Krieg ist nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa, dass es unglaublich ist, was da alles passiert. Zum Teil wirklich erschreckend und zum Teil wirklich noch einmal um einen Grad verstörender vielleicht schon, wo einige zwar differenziert haben, okay, nein, es war nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist, aber jetzt sind es weiße Christinnen, die zivilisierte Menschen und weiß nicht was. Zwei verschiedene Paar Schuhe, vielleicht auf das erste ein bisschen eingehend. Bei all dem, was wir vorhin gesagt haben oder was du super zusammengefasst hast, journalistischer, wissenschaftlicher und sonstiger Dokumentation rund um Srebrenica und den Genozid dort und in Bosnien im Allgemeinen, wie kann es passieren, dass Leute, im meisten Fall studierte Personen der Öffentlichkeit, die eher auch Meinungsbildnerinnen sind, so daneben greifen oder so quasi vergessen agieren. Wie kannst du dir das erklären? Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen mit diesem Mythos von 70 Jahre Frieden in Europa, wo man eigentlich die EU meint. Und das ist etwas, was in Deutschland und ich glaube auch in Österreich sehr gern erzählt wird, weil man sich dann so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen kann. Also der Zweite Weltkrieg und der Holocaust sind geendet, weil Deutschland zerbombt wurde. Aber in Deutschland erzählt man sich gerne, ja, die sind geendet, weil die EU gegründet wurde. Und klar, okay, das Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine Sache, aber dass wir Frieden haben, das ist wirklich der EU zu verdanken. Das erzählt man sich sehr gerne. Und auch offizielle EU-Publikationen und Politiker und so weiter übernehmen das und wiederholen das ständig. Und es ist wirklich etwas, was in die Köpfe der Menschen eingedrungen ist. Wir hatten 70 Jahre Frieden in Europa.
dass dabei nur die EU gemeint ist, und zwar auch nur die Teile der EU, die zum Zeitpunkt, als Frieden war, schon in der EU waren, denn Slowenien und Kroatien sind ja jetzt auch EU-Mitglieder mittlerweile. Das geht an den meisten Leuten vorbei, weil es gibt ja ständig diese Vermischung von EU und Europa. Und dann haben die das so im Kopf, oh, wir hatten 70 Jahre Frieden in Europa, 70 Jahre Frieden in Europa, 70 Jahre Frieden in Europa, und dann plötzlich irgendwo, wo Europa ist, aber halt nicht die EU, und die machen diese Unterscheidung fast nie, dann bricht der Krieg aus und dann sind sie geschockt. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass ich glaube, Politik und Medien haben wirklich aktiv versucht, die Menschen zu schocken, also Menschen zu zeigen, was für eine gefährliche Sache da passiert, um natürlich Zuspruch für ihre Gesetzesänderungen, für ihre Waffenlieferungen und so weiter zu bekommen. Und statt einfach zu sagen, es ist Krieg in der Ukraine, wir möchten diese Menschen unterstützen, wurde irgendwas gesucht, um das sensationalistisch aufzupuschen, damit nicht die Frage kommt, ja okay, es ist auch Krieg in Syrien, Krieg in ganz vielen anderen Orten, warum unterstützt ihr die nicht? Und dann wurde halt erstmal gesagt, Krieg in Europa. Dann wurde, als das widerlegt wurde, dann wurde gesagt, ja, okay, erster Angriffskrieg in Europa. Dann, als klargemacht wurde, naja, Bosnien war ja auch Angriffskrieg. Dann wurde gesagt, ja, okay, wir meinen den größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich fragen muss, was bedeutet jetzt größter? Also größter von dem Territorium der involvierten Länder oder von der Zahl der Einwohner? Von der Opferzahl ist es erstmal nicht so, weil Bosnien immer noch der größte, der tödlichste Krieg in Europa war, seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Also es war so richtig bemerkbar, dass da manche Redaktionen und manche Politiker so quasi in einem Wettbewerb sind, wer da sensationalistischer irgendwelche Sätze ranziehen kann. Und das ist aus der politischen Perspektive, wie du gerade meintest, auch bei der Genozidleugnung nachvollziehbar. Also wenn wir gucken jetzt, die Bundeswehr hat 100 Milliarden Euro erhalten. Das hätte nicht passiert, das wird sowieso kritisiert. Aber es hätte einfach gar nicht passieren können, wenn nicht diese große Unterstützung für die Ukraine da wäre. Und die wäre nicht da, wenn man nicht mit solchen Methoden gearbeitet hätte. Also für mich persönlich, es reicht schon aus, dass da Krieg ist oder dass irgendwo Krieg ist. Und ich möchte die Menschen unterstützen. Aber in Deutschland braucht man offenbar irgendwelche sensationalistischen Sachen, die man dahinter stellt, was auch für Ukrainer wahrscheinlich beleidigend ist. Und ein dritter Aspekt ist, dass wir einfach nicht als Europa gesehen werden. Also wir sind, wir werden rausdefiniert an jeder Ecke, an der es irgendwie nicht passt. Europa wird als christlicher Kontinent gesehen. Oder als judeo-christlicher, wobei man auch vergisst, was man jüdischen Menschen über Jahrtausende angetan hat und wie man sie auch aus Europa wegdefiniert und weggemordet hat. Und ja, wir sind einfach nicht Teil des Clubs. Aber ich sage, wir sollen den Club neu definieren. Also wer hat irgendwie Deutschland, Frankreich, Großbritannien das Recht gegeben, zu entscheiden, was Europa ist? Es gibt also 27 Mitgliedstaaten der EU, Großbritannien ist ja jetzt nicht mal mehr dabei, aber Europa ist doppelt so viele Länder. Also ich sage, wir sollen eine Allianz bilden mit Kosovo, mit Albanien, mit der Ukraine und so weiter und dann einfach die ganze Zeit so tun, als ob Deutschland nicht Europa ist und Österreich nicht Europa ist, damit die mal sehen, wie sich das anfühlt. Es wäre ein interessanter Versuch, kann man das Gedankenexperiment mal weiterzuführen, das wäre auf jeden Fall interessant. Die Frage ist, es gab, wenn man sich das jetzt anschaut, da gab es einige solche Berichte, es gab einige solche so haarsträubende fast schon Berichte, irgendwie, wo man sich denkt, das ist nicht allzu lang her, es gibt noch unzählige Leute, die all diese Kriege und all diese Kriege und diese Verbrechen miterlebt haben. Und was das für diese Menschen bedeuten muss, quasi das komplett aus dem kollektiven Bewusstsein so ein bisschen hinauszudrängen und auszulöschen und gar nicht und so wirklich so zu tun, als ob es das nicht gegeben hätte, das kann man sich als Unbeteiligter, glaube ich, kaum vorstellen.
Die Frage ist, wie könnte man jetzt vielleicht damit umgehen, als jemand, der vielleicht jetzt nicht, weiß nicht, Chef einer großen Medienagentur ist oder irgendwie Chefredakteur in einer großen Zeitung oder sonst irgendwie in einer unglaublich hohen Position. Was ist vielleicht der Weg, um diesen Leuten diesen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hey Leute, ihr habt einige zigtausend Menschen und zigtausend Opfer verschiedenster Formen von Gewalt einfach so quasi übergangen und aus der Erzählung und aus der Geschichte fast schon geschmissen. Wie kann man dafür sorgen, vielleicht, dass das nicht mehr passieren kann? Also ich habe in Deutschland festgestellt, es ist sehr wichtig, die zu schämen. Also dass sie sich schämen für das, was sie gemacht haben und sie dazu ihnen nicht irgendwelche Leserbriefe und E-Mails zu schicken, die entweder gar keiner liest oder nur eine Person in der Redaktion, die dann irgendwie so halb interessiert drüber guckt und dann eine Copy-Paste-Nachricht, ja, ich gebe es weiter an die Redaktionsbesprechung, hinschickt und dann Feierabend macht und die E-Mail löscht. Nein, sondern alle Kritik muss öffentlich sein. Alles absolut öffentlich und in großen Zahlen. Weil ich habe gemerkt, solche Aufmerksammachungen auf Fehler laufen in mehreren Phasen ab. Erst wird es ignoriert. Wenn es nur 2-3 Kommentare sind, wird es ignoriert. Wenn es sehr viele Kommentare sind, wird es ernst genommen. Aber es wird versucht, irgendwie, oh, das war ein Missverständnis oder irgendwelche Ausreden kommen. Da muss man auch weiterhin darauf beharren. Also man darf die Ausreden in dieser zweiten Phase nie akzeptieren, sondern weiterhin in großen Nummern darauf beharren. Und dann, wenn man Glück hat, kommt es zu einer Korrektur des Falschen. Und auch immer darauf hinweisen, nach dem Presserecht seid ihr verpflichtet, diese Fehler zu korrigieren. Nicht in den ersten Kommentaren, sondern danach, wenn sie zugeben, ah, okay, es war ein Fehler, dann sagen, okay, selbst ihr gebt zu, das war ein Fehler, jetzt korrigiert das. Ihr müsst das machen, laut Presserecht, laut Pressekodex. Auf jeden Fall, da würde ich euch echt raten, beim IGGÖ, ihr habt ja ein großes Netzwerk, macht einfach eine ganz einfache WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe, wo ihr alle drin seid. Da muss man auch nicht alles lesen, aber ab und zu, wenn man Zeit hat, es dauert ja nicht so lange, so einen Kommentar zu verfassen. Also einfach eine Gruppe und dann, wenn jemand etwas Falsches zu diesem Thema und nicht nur zum Genozid in Bosniaken, sondern zu antimuslimischem Rassismus generell, da wird ja sehr viel Schlechtes berichtet. Wenn ihr einen schlimmen Artikel seht, dann postet das in diese WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe und schreibt, was genau da falsch ist, weil vielleicht erkennen nicht alle Leute, vor allem wenn sie sich nicht so gut mit Bosnien auskennen, erkennen vielleicht die Fehler nicht. Schreibt da rein, hey, hier wird Massaker gesagt, im ganzen Text wird nicht erwähnt, dass es ein Völkermord war. Das ist falsch, denn Genozidleugner nutzen das oft, um ihre Leugnung zu verstecken. Es muss klar benannt werden, dass es ein Völkermord war. Außerdem ist es einfach schlicht und einfach faktisch falsch, dass es ein Massaker war. Massaker ist die brutale Ermordung von 4 oder mehr Menschen. Wir können nicht für mehr als 8.300 Menschen sagen, als ob das 4 oder mehr wären. Also das ist eine große Verharmlosung. Auf jeden Fall einfach das Argument sofort reinschreiben, damit alle es verstehen. Und dann schreiben, kommentiert bitte unter diesem Facebook-Post, unter dieser, in den Kommentaren dieses Artikels und so weiter, kommentiert öffentlich, was genau unser Problem damit ist. Und von mir aus, Leute, macht euch 2-3 Accounts und kommentiert 2-3 Mal. Und auch mit irgendwelchen österreichischen Namen, so, keine Ahnung, Matthias, was auch immer. Denn leider, wir müssen in diesem System zurechtkommen, welches, sobald es sieht, Mohamed Hodžić, das ist irgendein Bosniake, der fühlt sich nur beleidigt. Und dann werden wir nicht ernst genommen. Okay, dann macht sich Mohammed einfach einen Account mit dem Namen Matthias. Matthias Hofer statt Hodžić. Und kommentiert das. Ist mir egal. Ein bisschen machiavellistisch muss man arbeiten, wenn man in diesem System zurechtkommen möchte. Wenn die uns nicht ernst nehmen, dann nehmen wir sie auch nicht ernst. Auf jeden Fall einfach sowas. Einfach eine WhatsApp-Gruppe, wo wir koordiniert diese Sachen bekämpfen.
weil ich sehe, dass zum Beispiel bei der kurdischen Community oder bei der albanischen Community in Deutschland mittlerweile passen Journalisten auf, bevor sie über diese Themen berichten. Weil sie wissen, wenn ich da Mist baue, wenn ich etwas Falsches schreibe, dann habe ich Dutzende Kurden in den Kommentaren, die mir vorwerfen, ein schlechter Journalist zu sein. Und so müssen wir das auch machen. Wir müssen erreichen, dass die Leute nachdenken, bevor sie über den Genozid berichten, was sie eigentlich sowieso machen müssten. Aber scheinbar passiert es nicht immer. Und das wäre mein Rat. Bei ganz, ganz schlimmen Fällen, da kann man auch durchs Presserecht gehen und das melden. Ich weiß jetzt nicht, welche Meldeinstitutionen das alles gibt in Österreich, aber das kann man auch versuchen. Und auch mit Institutionen, die sich mit Antidiskriminierung befassen. Denen kann man auch schreiben und sagen, hey, guckt mal, was für ein schlimmer antimuslimisch-rassistischer Beitrag das ist. Denn das dürfen wir auch nie vergessen, dass immer, wenn mit dem Genozid in Bosniaken leugnend oder verharmlosend und einfach auch schlecht umgegangen wird, das ist antimuslimischer Rassismus. Niemand würde leugnen, dass Holocaust-Leugnung antisemitisch ist. Natürlich ist das antisemitisch. Und wenn es um den Genozid in Bosniaken geht, natürlich ist das antimuslimischer Rassismus. Also direkt an Antidiskriminierungsstellen schreiben und sagen, hey, guck mal hier, Rassismus. Und wenn es sein muss, das auch so erklären, wie ich es gerade erklärt habe mit dem Antisemitismus-Beispiel und so. Wenn es sein muss, kann man es denen auch erklären, aber einfach, guckt mal hier, ein rassistischer Beitrag hilft uns. Was ich auf jeden Fall mitnehme, vernetzen und aufmerksam machen, vernetzen und aufmerksam machen. Und je größer die Netzwerke sind, desto besser kann darauf aufmerksam gemacht werden. Ich finde, das spricht eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Sache an, dass man über diese und leider eben auch unter professionellen Menschen, unter Professionistinnen, wie wir jetzt sagen pflegen, gibt es leider keine wirkliche Sensibilität für diese Differenziertheit in der Sprache. Also es gibt leider einfach nur den das ich so kriegt man es mit. Es gibt irgendwie diesen Wunsch, die sicherste Option zu wählen, macht aber eigentlich genau zum Teil das, was LeugnerInnen ganz, ganz aggressiv machen. Und zwar, indem man eben dieses Wort vermeidet, denkt man sich, man ist in so einem sicheren Hafen, da kann ja nichts passieren. Es war ja eine Tragödie, es war ja ein was auch immer. Und da kann ja keiner sagen, dass es das nicht gewesen ist. Aber durch das Relativieren, durch das Nicht-Benennen von dem, was es ist, entsteht quasi eine Fortsetzung des Verbrechens. Und man macht sich da irgendwie leider, man begibt sich da quasi in eine Reihe von Leuten, glaube ich, zu denen man gar nicht gehören will. Und das zum Teil, bei manchen bin ich mir da, glaube ich, relativ sicher, weil ich mit denen noch gesprochen habe, weil man einfach nicht den Unterschied weiß, weil es dann doch auch juristische Unterschiede sind. Und ich glaube, es wird dann auch die Verantwortung von Institutionen, die sich hier in der Verantwortung sehen, auch diese Unterschiede aufmerksam zu machen. Also zu sagen, wie du gesagt hast, das ist nicht das, sondern das. Und diese Hintergründe zu verstehen und das dann auch Leuten mitzugeben, die dann nicht so betroffen vielleicht sind, ist eine ganz wichtige Aufgabe vielleicht. Aber wie du sagst, wenn man auch als Betroffener das versucht anzusprechen, ist man sehr oft in dieser nicht objektiven, zu subjektiven, in dieser Wahrnehmung, dass man ja quasi da gar nicht objektiv sein kann, weil man ja ein, wie du gesagt hast, ein Hojic ist, ein was auch immer ist. Und das erschwert das dann natürlich wieder. Das heißt, wir müssen auch, glaube ich, daran arbeiten, dass die Anerkennung von jemandem, der auch Opfer ist, in diesen Sachen nicht abgewertet werden kann. Also diese Personen haben ein Recht und haben auch die Credibility, hier was zu sagen, gerade weil sie ein Hodzic sind, gerade weil sie eine Boczak, ein Szydlakowicz, ein wie auch immer sind. Und ich glaube, diese Strategie, fast schon Leute zu disqualifizieren, weil sie hier zugehörig sind zu dieser Community, die hier zum Opfer geworden ist von einem Genozid, das ist etwas, was wir nicht mittragen dürfen. Also das ist, glaube ich, etwas, was hier auch noch wichtig ist. Genau. Und ja, du hast bei einigen Fragen für mich schon einen ganz wichtigen Teil angesprochen. Und, da möchte ich auch noch einen kurzen Augenblick mit dieser Frage verbringen. Und zwar, du sprichst
so nehme ich es wahr, ganz aktiv und bewusst vom letzten Genozid an den Bosniaken. Und du sprichst auch, wenn du über diesen letzten sprichst, verschiedene Städte an. Du hast Visegrad erwähnt, du hast Prijedor erwähnt, du hast Sarajevo, glaube ich, erwähnt, du hast unterschiedliche Städte und Regionen erwähnt. Wie spielt das Ganze zusammen? Wie ergänzt sich dieses Bild? Weil das ist auch etwas, was ein bisschen schwierig ist im Diskurs. Man hat einerseits Srebrenica, der vielleicht am besten dokumentiert ist, und da hat man schon Struggle, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die Anerkennung zu bekommen, die dieser Sache, die diesem Verbrechen, diesem Genozid eigentlich gebührt. Und dann gibt es noch so viele andere in dieser ganzen Linie, bei denen es viel weniger anscheinend gibt, viel weniger Anerkennung, viel weniger Aufmerksamkeit. Wie geht man mit dem um? Einerseits, und die Schwierigkeit stellt sich jetzt aus meiner Sicht und in den Gesprächen mit vielen Beteiligten, man möchte Srebrenica die Aufmerksamkeit nicht nehmen, die es sich über Jahrzehnte erarbeitet hat. Auf der anderen Seite gibt es eben tatsächlich erwiesenermaßen unglaublich viele andere Verbrechen, wo noch mehr zigtausend Menschen gestorben sind. Und denen ist man es auch den Familien, den Hinterbliebenen, ist man es auch schuldig, diese Sache nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wie balanciert man das? Wie bekommt man das hin, dass beides Anerkennung findet, aber keines davon Aufmerksamkeit einbüßen muss? Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine sehr relativ leicht logische Lösung, weil es spielt miteinander, das eine spielt in das andere. Das heutige Narrativ, was man hat zu dem Genozid in Bosniaken und zum gesamten Bosnienkrieg, ist, ja, das waren irgendwelche wilden Horden auf dem Balkan, irgendwelche Halbzivilisierten, die haben sich alle gegenseitig angegriffen, weil sie verschiedene Ethnien sind, haben sie sich einfach so alle angegriffen. Es gab Verbrechen auf allen Seiten. Am Ende haben die Serben ein bisschen übertrieben in Srebrenica, aber sonst war es nicht so ausgeglichen. Und das ist das Narrativ, was es dazu gibt. Und die Zahl von 8.000, nicht mal 8.372, sondern 8.000 Männer und Jungs, das wird dann oft irgendwie wiederholt. Und dann ist so im Bewusstsein von ganz vielen Österreichern, ganz vielen Deutschen, die da nicht betroffen sind, ist so, ja, okay, da wurden 8.000 Menschen getötet, das ist eine riesige Tragödie. Aber ich bin mir sicher, dass in diesem blutigen Krieg auch ganz viele Serben getötet wurden, ganz viele Kroaten, ganz viele andere und Verbrechen auf allen Seiten, und die soll man nicht so hart sein, jetzt so viel auf dieses eine zu beharren. Das ist das Narrativ, was jetzt existiert. Und ich merke es bei Reduktionen, wenn du meinst, so Srebrenica die Aufmerksamkeit wegnehmen, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Aber jetzt haben wir eine Situation, in der Srebrenica oder besser gesagt die Österreicher und die Deutschen, die darüber berichten, dass die durch Srebrenica anderen Verbrechen die Aufmerksamkeit nehmen. Weil ich habe schon Artikel geschrieben über Prijedor, über Sarajevo, über viele Städte in Bosnien, über viele Verbrechen. Und dann wird mir auf den Artikel, als Bild des Artikels, ein Foto von Srebrenica geklatscht. Und dann schreibe ich der Redaktion, hey, sorry, das ist ein Foto von Srebrenica, im Artikel geht es um Sarajevo. Und dann schreiben sie mir zurück, ja, das wird doch keiner merken. Und dann muss ich mit denen streiten und sagen, ja, woher habe ich es denn gemerkt, wenn das keiner merken wird? Also einfach Bilder von Sarajevo und von Srebrenica sehen komplett unterschiedlich aus. Und auch bei Srebrenica wird es auch immer reduziert auf diese paar Tage im Juli. Srebrenica war 4 Jahre lang unter Belagerung. 4 Jahre lang wurden Menschen ermordet. Mehr als 10.000 Menschen wurden in Srebrenica ermordet. Nicht 8.000, mehr als 10.000 in diesen 4 Jahren. Und eine riesige Hungersnot und so weiter. Und es werden immer diese aktuellen Fotos gezeigt von weinenden Frauen bei den Beerdigungen, was ja komplett legitim ist. Aber warum wird auch bei Srebrenica nie Fotos von Massengräbern gezeigt? Nie Fotos, während das geschah, wie die Menschen fliehen mussten? Nie Fotos von Exekutionen? Also ehrlich gesagt, ich würde das zeigen, damit die Leute mal sehen, worum es da wirklich geht. Sondern es wird immer quasi das Mildeste genommen. Und das ist jetzt das Gesicht, das Foto des gesamten Bosnienkrieges. Und Prijedor und so weiter sind dann komplett vergessen.
Also da müssen wir, das greift ineinander. Auch Srebrenica wird mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn die anderen Teile des Genozids mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil dann ein größeres Bewusstsein da sein wird dafür, wie grauenvoll das eigentlich war, wie systematisch das war, wie geplant das war, wie umfangreich das war. Und wenn das verstanden wird, dann wird auch verstanden, wie grausam Srebrenica war, in der ganzen Härte und nicht einfach so, ja, da ist es ein bisschen eskaliert, sondern dass das eigentlich ein Schlusspunkt auf einem oder ein Tiefpunkt eines vierjährigen Genozids war. Dann wird auch Srebrenica nicht nur mehr Aufmerksamkeit, sondern mehr Empathie, mehr Ernsthaftigkeit im Umgang bekommen. Also deshalb ist das gar kein Gegensatz, dass jetzt, wenn wir über Prijedor oder Visegrad oder Doboj oder so reden, dass das von Srebrenica Aufmerksamkeit nimmt. Im Gegenteil, wir müssen über all das reden, damit bemerkt wird, hey, wir reden hier über mehr als 100.000 Tote mitten in den 90ern, mitten in Europa, in einem Land, das weniger Einwohner hat als Berlin. Also 100.000 ist eine riesige Zahl für dieses Land. Vor allem, wenn man noch sieht, dass die meisten Opfer Bosniaken waren und dass Bosniaken sowieso nur 2 Millionen oder so waren. Die meisten waren ja eh geflüchtet. Also das ist eine riesige Zahl, ein riesiges Grauen. Und das müssen Redaktionen, Politik, Gesellschaft verstehen. Und dann wird auch Srebrenica mehr Beachtung bekommen. Also das ist für mich ein Gesamtprojekt, dass wir allen Verbrechen in Bosnien mehr Aufmerksamkeit geben. Sehr, sehr schlüssig, das muss man sagen. Die Aufmerksamkeit ist eine entscheidende Frage bei der ganzen Aufarbeitung. Wir haben mit dem 11. Juli, dem ja mittlerweile in sehr, sehr vielen Ländern, also weltweit, also verschiedenste Communities, auch bosniakische quasi Communities in verschiedensten Ländern, zum Anlass nehmen, um hier Gedenken und Erinnerungskultur sozusagen aufleben zu lassen und diesen speziellen Tag auch in verschiedensten Formen das zu machen, sei es durch diese sogenannten Friedensmärsche, die es ja auch in Srebrenica quasi gibt, oder durch andere Veranstaltungen. Die Frage ist quasi, nicht jede ist in der Lage, riesige Demos oder Veranstaltungen oder was auch immer irgendwie auf die Beine zu stellen. Nicht jeder ist in der Lage, in einer Redaktion zu arbeiten, wie wir vorher gesagt haben, und zu sagen, nein, wir schauen auf Authentizität, wir nehmen kein Bild von Srebrenica, wenn es um Sarajevo geht und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bereiche, in denen manche Menschen aktiv werden können. Kannst du uns vielleicht einen aus deiner Sicht Handlungsmöglichkeiten nennen, die vielleicht wirklich jede Einzelne irgendwie machen kann, um in diesem ganzen Kampf um Anerkennung, in diesem ganzen Kampf um gegen Relativierung sozusagen, irgendwie ein Toolset, ein Toolkit zu geben. Was kann jede Einzelne tun, um gegen Relativierung und für Anerkennung dieses Verbrechens, dieses Genozids einzustehen? Also das Erste wäre, ich hoffe wirklich, dass ihr diese WhatsApp-Gruppe macht. Das wäre wirklich sehr wichtig, weil Medien sind ja Multiplikatoren. Das Zweite wäre, einfach in seinem Umkreis darüber aufklären. Weil Menschen denken, oh, ich habe ja nicht so große Reichweite, wenn ich jetzt irgendwas bei Instagram poste und dann kriegt das irgendwie 20 Likes, da habe ich auch nicht viel geschafft. Aber doch, weil stell dir diese 20 Menschen in einem Raum vor. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum vor 20 Menschen und hältst ein Referat zu Srebrenica. Das ist schon ein großer Impact. Und so ist es auch mit Posts. Und wir sehen auch zum Beispiel bei Black Lives Matter und bei diesen ganzen politischen Themen, die so groß besprochen wurden. Die wurden nicht groß besprochen, weil ein paar einzelne Leute mit vielen Followern das besprochen haben, sondern weil alle das besprochen haben, weil es überall aufgeploppt ist, auch bei kleinen privaten Accounts. Also da würde ich sagen, nicht nur im Internet, sondern auch in Alltagsgesprächen, auch im Büro und so weiter, immer irgendwie die Möglichkeit nutzen, zum Genozid an Bosniaken aufzuklären. Jetzt in der nächsten Woche vom 4. bis zum 11. oder meinetwegen auch
vom 1. Juli, der ja zumindest in Deutschland der Aktionstag gegen antimuslimischen Rassismus ist, und dann bis zum 11. Juli die Flower, wie sagt man Flower auf Deutsch, die Blume von Srebrenica tragen. Ja, sehr gut, vorbildlich. Die kann man auch bestimmt über seine Moschee oder so bestellen. Und wenn nicht, dann kann man ein anderes Symbol irgendwie tragen oder von mir aus sich ein T-Shirt drucken lassen, wo drauf steht, Srebrenica nie vergessen oder sowas. Einfach irgendwas, um auch quasi ein lebendes Billboard zu sein. Weil wenn wir die ganze Zeit T-Shirts tragen können, wo Adidas draufsteht oder Nike oder was auch immer, H&M, dann können wir auch mal ein T-Shirt tragen, wo Srebrenica draufsteht. Und einfach versuchen, überall aufzuklären. Dann auch in unseren Bereichen gucken. Bin ich Lehrer? Okay, dann versuche ich in meiner Schule vorzuschlagen, dass wir ein Projekt dazu machen. Oder dass wir einen Schüleraustausch machen, dass wir irgendwie zur Srebrenica Gedenkstätte gehen. Oder dass wir per Zoom, jetzt gibt es ja tolle Möglichkeiten, dass wir per Zoom jemanden aus der Gedenkstätte einladen, der uns einen Vortrag hält. Oder dass ich irgendwie einen Vortrag drüber halte. Oder, also ich aus der Perspektive von Lehrerin, aber ich kann es gerne auch machen. Und dann, also das ist zum Beispiel bei Lehrern. Bei anderen Leuten, wo man es nicht denken würde, wenn man jetzt, keine Ahnung, einfach nur in der Rechtsabteilung von irgendeiner Schreinerfirma arbeitet, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt absolut nichts damit zu tun. Ich bin keine Lehrerin, ich bin keine Journalistin, ich kann nie nirgends ansetzen. Aber trotzdem kann man ja sein Unternehmen bitten, hey, guck mal, das und das ist passiert. Wollen wir spenden für das Gedenkzentrum in Potocari? Und dann die Kollegen dazu aufrufen. Wer spenden möchte, kann ein paar Euro dazugeben. Und auch den Chef so sagen, hey, wir als Firma können das machen. Und es gibt ja jetzt so Sachen wie Corporate Social Responsibility und so weiter, wo sich Unternehmen gerne damit schmücken, dass sie spenden für gute Sachen. Da können sie sich gerne auch damit schmücken, wenn sie ein paar Tausende abdrücken. Und so weiter und so fort. Also einfach in jedem Aspekt des Lebens mal gucken, sich fragen, was könnte ich machen? Und dann auch ohne Scheu das versuchen. Und auch im Freundeskreis auch immer darauf achten, wenn jemand anfängt, den Genozid zu leugnen oder zu relativieren, dann muss man sich nicht groß auf irgendeine Debatte einlassen, sondern manchmal reicht es einfach zu sagen, ich werde mich jetzt nicht auf diese Debatte einlassen, weil es gibt Dinge, die sind undiskutierbar, indiskutabel. Zum Beispiel der Holocaust, der Genozid in Bosnien, Rassismus, Sklaverei und so weiter. Es gibt Dinge, die sind einfach indiskutabel. Das, was du gerade sagst, ist falsch. Das ist Genozidverharmlosung oder Genozidleugnung. Und ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich wollte nur sagen, dass das nicht okay ist. Und jetzt kannst du umdenken oder dich entschuldigen oder die Fresse halten. Das sind deine Optionen. Wenn du weiterredest, bin ich raus. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber so gehe ich damit um. Und ja, ich weiß, dass viele Menschen in der Diaspora, ich kriege dann Nachrichten immer rund um den Jahrestag von ganz schlecht gelaunten, ganz enttäuschten Menschen, die mir schreiben, oh nein, meine beste Freundin ist Serbin, wir sind seit Jahren befreundet und jetzt hat sie, als ich bei Facebook über Srebrenica gepostet habe, hat sie geschrieben, das ist alles eine Lüge und so weiter, was soll ich machen, sie ist meine beste Freundin. Und dann denke ich mir, wie seid ihr über 5 Jahre befreundet, wie du mir schreibst, und habt nie über das Thema geredet? Also da ist man ein bisschen selbst schuld. Man kann nicht solch oberflächliche Beziehungen führen und sich dann wundern, dass das mit einer genozidleugnenden Person ist. Also auch im Freundeskreis abfragen. Man muss ja nicht so ankommen und einfach direkt fragen, sondern man kann sich vorsichtig ins Thema rantasten. Und wenn da schlimme Meinungen sind, Freundschaft beenden oder zumindest der Person sagen, ich gebe dir jetzt ein paar Wochen, um das zu recherchieren und mir irgendwie zu sagen, dass du jetzt eine korrekte Meinung hast. Wenn nicht, dann it's over. Da muss man hart sein, weil es ist auch in der Diaspora akzeptiert, für Menschen den Genozid zu leugnen. Das darf nicht akzeptiert sein. Wir müssen damit einen Umgang haben, den wir hätten, wenn es um Sklaverei, Holocaust-Leugnung, Rassismus und so weiter gehen würde. Irgendwie Bosniaken sind so ein bisschen eingeschüchtert, habe ich das Gefühl.
Wenn jemand vor uns sagen würde, keine Ahnung, schwarze Menschen sind dümmer, die sind nur halb so zivilisiert oder solche ekelerregenden Sachen, dann würden wir reagieren. Wenn da aber eine serbische Person sitzt und sagt, ach ja, Krieg ist einfach schlimm, es gibt Verbrechen auf allen Seiten, was soll man machen, Krieg ist Chaos und so weiter und solche relativierende Aussagen, dann sagen wir nichts. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind die ersten Personen in diesem Kampf darum, dass der Genozid gesellschaftlich geächtet wird, also die Genozidleugnung, und wir müssen da hart rangehen. Ja, jetzt habe ich wieder sehr lange geredet. Danke dir dafür. Also es ist unglaublich schwierig, weil man ich fühle, also wenn ich jetzt so einen persönlichen Anteil daran nehmen darf, ich spüre das sehr, was du da sagst, und das ist unglaublich schwierig, wie oft genau so eine Geschichte wie die des Mädchens oder dieses befreundeten Paares oder wie du gerade erzählt hast, wie oft sowas passiert, weil man aus unterschiedlichen Gründen, und das hat man jetzt immer wieder auch irgendwo dann doch die Möglichkeit darüber zu reden, wie viele Leute, die hierher gekommen sind, diese Traumata aus dem Krieg bewältigt haben, und eine ganz häufige Strategie ist einfach nicht mehr drüber reden und vergessen, was irgendwie passiert ist, und schauen, dass man einfach hier sein Leben mit den Leuten aufbaut, die halt gerade hier sind. Und das aus der Sicht eines Opfers zu machen, ist halt besonders schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass es hier auf verschiedensten Ebenen nicht wirklich das Bewusstsein dafür gibt, wie problematisch das ist, weil man dann leider unglaublich vielen Leuten einfach nur so Tür und Tor öffnet, um alle möglichen idiotischen Lesungen oder idiotischen Interpretationen der Ereignisse aus dieser Zeit zu verbreiten. Und das ist etwas, das hat eben nicht nur quasi einen Einfluss darauf, wie du und ich miteinander umgehen, sondern je nachdem, auf welcher Ebene das passiert und wie oft das reproduziert wird, hat das einen weitaus größeren Einfluss, als wir einsehen können. Und die ganzen Handlungsmöglichkeiten, die du coolerweise erwähnt hast, mit T-Shirts, mit Post auf Social Media, mit all diesen möglichen Sachen, das Ganze geht ja auch in die andere Richtung. Also wenn jemand mit einem 20-Like-Beitrag einfach nur einen Leugnungsbeitrag macht, dann ist das wie wenn 20 Personen das einfach in einem Raum erzählt hätte irgendwo. Das heißt, und diese Seite schläft ja halt auch nicht. Also das, auch wenn man das irgendwie macht, aber ich glaube, ein ganz besonderer Hinweis darauf ist, die in Bosnien vor kurzer Zeit das verabschiedete Gesetz, dass die Leugnung des Genozids quasi unter Strafe gestellt wird. Und dass es unglaublich viel Widerspruch dagegen gab und einfach nicht Akzeptanz, und dass da gekämpft wird gegen dieses Gesetz, was eigentlich ein No-Brainer sein sollte irgendwo. Warum haben wir das jetzt schon seit 20 Jahren? Die verschiedenen Ebenen sind zwar vielleicht von ihrer Reichweite unterschiedlich, aber gar nicht so von ihrer Bedeutung. Das ist das, was ich hier gerade von dir mitnehme. Egal, ob ich das wie bei Rassismus, wie bei anderen Phänomenen, die die Gesellschaft spalten, genauso wie ich das im Großen nicht haben will, will ich das auch im Kleinen nicht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Leitlinie sozusagen ist, die man hier vielleicht mitnehmen kann. Ich versuche. Vor allem, weil das Kleine auf das Große Einfluss hat. Also warum tun sich Redaktionen so schwer damit, Fakten zu schreiben, wie zum Beispiel Völkermord statt Massaker und Verlegung? Weil sie denken, oh, das ist ein kontroverses Thema. Und warum denken sie das? Weil Leugner ganz offen mit ihrer Leugnung umgehen und ganz offen ständig unter Artikeln kommentieren, nein, stimmt gar nicht. Aber wir nicht, wir sind passiv. Deshalb dürfen wir das nicht mehr sein. Es geht schon langsam Richtung Abschlussfrage. Und ich muss ablesen, weil ich werde mich sicher verdaddeln, wenn ich die Frage versuche, aus dem Kopf zu stellen. Aber die Frage, die mich jetzt unglaublich interessiert bei dir, wenn du eine beliebige Nachricht oder Botschaft an eine beliebige Person richten könntest, um für all die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, eine Verbesserung herbeizuführen, wem würdest du was sagen? Ich würde Joe Biden sagen, als du gewählt wurdest,
waren wir alle glücklich. Auf dem Rathaus in Sarajevo wurde ein Foto von dir auf das riesige Rathaus projiziert. Und wir waren alle glücklich und dankbar. Und wir dachten uns, wir können zum ersten Mal seit vielen Jahren einfach entspannt sein und uns keine Sorgen um einen neuen Krieg in Bosnien machen. Und dann ist es aber doch passiert. Und wir haben uns viel mehr Sorgen um einen Krieg gemacht als in den Trump-Jahren sogar. Und du hast immer gesagt, immer beteuert, jahrzehntelang, wie wichtig dir Bosnien ist, wie befreundet du bist mit Haris Silajic, wie sehr du dich dafür eingesetzt hast während des Krieges, dass das Waffenembargo gekippt wird, dass der Genozid anerkannt wird, dass es ein Genozid in ganz Bosnien ist und nicht nur in Srebrenica und so weiter. Du hast flammende Reden darüber gehalten und wir dachten immer, du bist ein großer Freund von Bosnien, aber du hattest einfach nicht genug Macht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hast du all die Macht der Welt, du bist der mächtigste Macht der Welt, Mann der Welt, und wir machen uns trotzdem Sorgen um einen neuen Krieg. Mach endlich, wir wissen, du hast Corona, du hast ganz viele Sachen in den USA und auch Ukraine und China und so weiter, du hast viel zu tun, aber Bosnien ist eine der Sachen, die du zu tun hast, ist einfach auf deiner To-Do-Liste und sollte ganz vorne sein, weil Bosnien ist der nächste Brandherd in Europa, falls also wenn die Ukraine fertig ist, ist Bosnien an der Reihe. Und das müssen wir stoppen. Und du weißt, was hier los ist. Du weißt, wer die Schuldigen sind und wer die Bösen sind sozusagen. Also stopp sie einfach. Also das würde ich ihm sagen. Do your job, do the stuff you promised. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir einige Namen schon überlegt, wem du vielleicht das sagen würdest. Aber Joe Biden war echt nicht in den Top Ten. Was dachtest du denn? Also es wären, in erster Linie habe ich gedacht, das sind vielleicht deutsche Politikerinnen, weil du da ein bisschen mehr links hast. Und ich habe mir dann gedacht, okay, es gäbe sicher in Bosnien einigen Leuten, denen man so gerne was ins Gesicht sagen würde. Ja. Aber ja, Biden war nicht in den Top Ten. Obwohl, ja, also die ich kann das ja bestätigen, was du sagst, also diese fast schon Aufbruchstimmung, als ob in Bosnien ein neuer Präsident gewählt worden wäre und nicht in den USA, weil er ja sich sehr lautstark damals gemeldet hat und auch Besuche abgestellt hat und so weiter und so fort. Also da war er wirklich, er war irgendwie präsent, sagen wir es mal so. Und ja, das ist eine interessante Botschaft und eine interessante Person in diesem Zusammenhang. Ich glaube, wir könnten, also ich für meinen Teil, könnte dir noch, glaube ich, 200 Fragen stellen und würde dir auch weiterhin sehr, sehr gerne zuhören und wir haben auch noch vielleicht etwas kontroverser diskutieren. Aber ich finde, was ich für mich hier also mitnehmen kann, ist, dass es zum einen, und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen, zum einen gibt es für jede einzelne Person die Möglichkeit, irgendwie aktiv zu werden. Das ist etwas, was, glaube ich, vielleicht auch noch hinzukommt bei vielen Leuten, dass sie einfach nicht den Durchblick haben, was sie denn überhaupt anrichten können und was für einen Impact das in quasi in weiterer Folge hat und so weiter. Aber ich glaube, ohne dass man sich auch quasi überhaupt an irgendwas außen orientiert, hat es schon einen unglaublich großen Impact, einfach eine innere Haltung zu entwickeln und die nie zu verleugnen, sondern sie immer quasi parat zu haben. Und man weiß nie, wann es quasi notwendig sein wird, Stellung zu beziehen, Haltung einzunehmen und quasi Position zu beziehen. Aber diese innere Haltung zu entwickeln, ich toleriere nicht und ich lasse es auch nicht zu, dass es also klein geredet wird, was in den 90er Jahren dort passiert ist. Und wir reden jetzt nur über diesen Genozid sozusagen. Aber ich lasse nicht zu, dass das klein geredet wird. Diese Haltung zu entwickeln ist etwas, was jede einzelne Person in der Schreinerei, also bei uns sagt man Tischlerei, also in der Tischlerei, oder ich weiß nicht, irgendwo in einem großen Unternehmen oder auch irgendwo in der Schule oder in der Uni oder sonst irgendwo machen kann. Diese innere Haltung auszuarbeiten, ist etwas, was jede machen kann und die immer einen Impact hat auf eine einzelne Person oder halt auf mehrere Personen in anderen Zusammenhängen. Und was ich noch irgendwie, finde ich, ganz toll mitnehmen kann, ist für mich, und ich hoffe, dass das unsere Zuhörer und SeherInnen
auch so mitgenommen haben oder ähnlich, ist, dass es keine Geringschätzung von Srebrenica ist, wenn man über Verbrechen und Massenmorde, Völkermorde in anderen Regionen zu dieser Zeit spricht, sondern dass es eher dazu beiträgt, dass das Ganze dass sich das Ganze ergänzt und dass das in einem gemeinsamen Atemzug genannt werden kann und dadurch auch viele, viele andere Verbrechen benannt und aufgeklärt werden können. Ja, gibt es etwas von deiner Seite, wo du sagst, okay, der jemand versucht zwar zusammenzufassen und bemüht sich irgendwie, mehrere minütige Beiträge auf weniger minütige Beiträge zusammen zu reduzieren. Gibt es aber etwas, was du sagst, Schatz, wir haben jetzt hier dieses besprochen, jenes besprochen, aber dieser eine Punkt, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Abgesehen von dem, was wir schon gesagt haben. Gäbe es da etwas, was dir noch auf der Seele brennt, auf der Zunge liegt oder etwas, was du dringend noch loswerden möchtest? Ja, eine Sache würde ich vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher sagen zu den Sachen, die man selbst machen kann, ist, also bringt euch ein in Vereinen, in Organisationen, die sich mit Diskriminierung, mit Rassismus und so weiter beschäftigen und erklärt ihnen, gerne auch mit diesem Beispiel, niemand würde sagen, dass Holocaust-Leugnung nicht antisemitisch ist, erklärt ihnen, dass jeder falsche Umgang mit dem Genozid in Bosniaken rassistisch ist, antimuslimischen Rassismus. Und dann versucht, durch deren Strukturen, die ja oft größer und finanziell stärker und so weiter sind, versucht da das Thema zu bekämpfen. Also beim Antidiskriminierungsrat oder antirassistische Vereine, dies, das und so weiter, versucht da irgendwie euch reinzuwurmen. Am besten noch mit der Unterstützung ein, zwei anderer bosniakischer Leute oder muslimischer Leute generell. Und versucht, diese Themen dort einzubringen, weil das muss wirklich erkannt werden als großes Problem und auch als gesamtgesellschaftliches Problem. Immer wenn jemand über Rechtsextremismus berichtet, sagt ihm, warum berichtest du nicht darüber, dass all die rechtsextremen Terroristen sich auf den Genozid in Bosniaken beziehen, in ihren Manifesten drüber schreiben und so weiter. Das könnt ihr auch googeln, um die Fakten zu bekommen, am besten auf Englisch. Aber auf jeden Fall da auch ins Thema Rechtsextremismus auf den Genozid reinziehen. Und es immer mit anderen Themen, auch beim Thema Feminismus, sagen, was ist denn mit bosniakischen Frauen, die vergewaltigt wurden während des Genozids? Viele von ihnen leben jetzt in Österreich. Was ist denn mit ihnen und so weiter? Also in alle Themen einfach das reinziehen, um es zu einem größeren Thema zu machen. Danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir für deine Ausführungen. Danke für deine Gedanken. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir in so einem Rahmen oder vielleicht in einem anderen Rahmen mal wieder zu diesem Thema was besprechen können und dann hoffentlich über den Erfolg auf ganzer Linie. Und zwar, dass das endlich den Stellenwert in den Gremien bekommt, den es bekommen sollte, an denen, wo quasi entschieden wird darüber, wie mit diesem ganzen Themenkomplex umgegangen wird. Und darauf arbeiten wir gemeinsam hin. Ich danke dir vielmals, dass du dich da bereit erklärt hast, uns heute bei diesem Teil dieses Weges zu unterstützen. Wir werden uns auf jeden Fall mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen. Ich habe auch bei dir schon, das Programm geschickt und ich werde das vielleicht auch hier noch kurz erwähnen. Im Laufe dieser ganzen Woche gibt es noch unglaublich viele Veranstaltungen. Zum einen Diskussionen, dann Lesungen zu bestimmten Büchern, Vorträge. Das heißt, es gibt einen aktiven und auch wirklich interaktiven, bei jedem einzelnen Event auch einen interaktiven Austausch zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Und wir bemühen uns als Glaubensgemeinschaft, als IBGÖ, diesem Thema immer mehr Aufmerksamkeit zu schenken und versuchen, diese wichtige Arbeit, diese wichtige gesamtgesellschaftliche Arbeit mitzutragen. Und wir sind auch froh, dass es in Österreich doch auch von verschiedenen Richtungen Bemühungen gibt, diesen Weg auch mitzugehen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann nochmal wirklich sagen können, okay, wir sind auf der Zielgerade, wir sind bald fertig und können zumindest diesen Teil einmal irgendwie ein grünes Hackerl hinten dran hängen. Aber es ist ja nicht das Einzige und es gibt ja noch so viel, was es da zu besprechen wäre. Aber
eins nach dem anderen irgendwie.